Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zur Pixelmon Adventure Map. Und heute werden wir mal wieder eine Arena klatschen. Ich habe ziemlich krass trainiert mal wieder. Ihr seht unser Team links, was es heute richten soll. Wir werden heute die Feuerarena angehen. Dann können wir demnächst noch die Flugarena machen und die Wasserarena und. Also demnächst stehen einige Arenen an, die man machen kann. Ich habe leider immer noch keine Quest für das Dynamax-Band gefunden. Leider. Aber das muss auf jeden Fall noch ran, weil unser Azrael hat schon ein mächtiges Dynamax-Level, ist fast schon höchste Stufe. Wie ihr seht, wir haben Pokerus dazu bekommen. Hat schon fast jeder, wo es noch relevant war. Durch die Macht-Items geht das dann super fix, die EVs jetzt zu trainieren. Also wenigstens brauche ich da keine Zeit mehr zu verschwenden. Das geht richtig schnell. Und ja, ich habe ein wunderschönes Stalos trainiert. Unser schönes Kristall-Onix wurde durch Mike ein wunderschönes Kristallstalos. Und guckt es euch an, wie schön es aussieht. Leider haben wir dafür keinen Megastein, aber ich finde, das sieht richtig cool aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wunderschön. Hat noch keinen Namen, wird noch benannt. Allerdings kommt es heute nicht zum Einsatz. Auch wenn es in der Feuerarena auch gut wäre, aber ich habe mich für dieses Team entschieden. Live ist nun unser Keldeo. Dann haben wir Popeye am Start. Tree, Dabi kommt wieder mit. Wir haben Jaw und Poki Cool. Das Team soll durch die Feuerarena durchgehen. Wir haben drei Boden, drei Wasser-Pokémon und ein, ja, sagen wir mal zwei Boden, nee, drei Boden. Eigentlich haben wir vier Boden, ne, mit Popeye. Ja. Vier Boden und drei Wasser. Ja, so kann man es sehen. Eigentlich haben wir sieben. Ja, bei Popeye. Der kann heute richtig was reißen. Eigentlich sind die nur 70 und Tri 71, weil ich die nicht mittrainiert habe. Aber egal, das wird schon passen. Und ja, Life hat immer noch das Zauberwasser. Ja, dann in Subex Nieden, dass wir halt auch Mega-Pokémon dabei haben. Tri hat den Pudersand, Dabi hat den Pudersand. Jo habe ich mal den Leben abgegeben, dass er da richtig schön rausbuttern kann. Cool. Bleibt bei den Überresten. Ja. Ich habe auch noch hier, bin ich am Trainieren. Leider habe ich Haspiro ein bisschen verschissen, weil da habe ich einmal bin ich an den falschen Käfig in der EV-Farm gegangen und habe ein bisschen defensive EVs verteilt und habe leider keine Beeren, um das rückgängig zu machen. Noch nicht. Aber naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das wird auch dann in der Gesteinsarena. Genau, die können wir dann auch noch machen. Mit Kampf-Pokémon. Das wird auch cool. Geist können wir eigentlich auch machen. Eigentlich können wir alle machen mittlerweile. Ja, hier ist nicht viel passiert. Hier leider auch nicht. Ich habe immer noch kein mäßiges Abra. Aber hier ist eine Menge passiert. Es sind so viele Shinies aufgetaucht. Im Krammurks, wir haben ein Rotomorph Shiny, was ich dann mit Dabi noch austauschen könnte. Zwar nur Größe normal, aber ein Shiny Rotomorph ist schon geil. Snobillicat, wenn ich mal die Flinklaue kurz runternehmen. Snobillicat haben wir hier, dann haben wir noch ein Taubsi in Größe normal mit hohem Wesen und noch eins mit scheuem Wesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte. Mit scheuem Wesen Größe enorm ist mega geil, weil wir den Taubos Megastein haben. Das spielt man halt scheu. Und das ist schon cool. Also hätte ich auch Bock drauf, das mit in die Kampfarena zum Beispiel zu nehmen. Und ja, einen Yorklef haben wir hier noch. Noch einen Geradax und vorhin noch einen Navitaub. Einer als Zwerg. War ja auch. Also die Box, die fühlt sich mächtig. Also GameShark leistet gute Arbeit. Und Latias habt ihr ja gesehen, das habe ich auch schon EV trainiert. Ich habe erstmal alles auf Spezialangriff und Initiative geballert. Mega Latias spielt dann halt anders, aber wer weiß, ob wir da irgendwann nochmal den Megastein kriegen, dass wir das dann halt auch verwenden können.
irgendwann mal. Man weiß es nicht. Und ein Kupfu habe ich noch gefangen. Das ich leider nicht aufgenommen habe. In der Größe groß. Mit hartem Wesen. Also das wird auch reinböllern. Das können wir dann zum Beispiel mit in die Geist-Arena nehmen. Oder wir nehmen Calyrex mit. Muss ich mal schauen. Also da haben wir einige Auswahl. Zernias sind richtig viele. Schon 3 Stück haben wir jetzt mittlerweile am Start. Leider habe ich halt, wie gesagt, kein mäßiges Abra, was mich nervt. Sonst hätten wir halt auch schon mal ein mäßiges Zernias fangen können. Aber naja. Aber sonst ist eigentlich nicht viel dazugekommen. Nö, aber Kupfu ist geil. Da habe ich 3 Stück schon von verpasst und jetzt endlich mitbekommen. Und wir haben es. Also das wird auch geil. Also die Poké-Liga kann eigentlich kommen. So, aber heute werden wir Purika City besuchen, uns die Stadt angucken und den Hitzeorden in unsere Gewalt bringen. Damit haben wir dann schon 6 Orden? 5? Weiß gar nicht, wie viel haben wir denn? Ich nehme einfach mal hier unser Ordenskästchen. Der 5. wäre es dann. Dann haben wir fast die Hälfte. 2 noch und wir haben die Hälfte. Yes. Achso. Was auch noch akut wird. Ich habe fast alle Tafeln. Es fehlt nur noch eine Tafel. Und dann haben wir alle Tafeln, um Arceus zu beschwören. Und das wäre auch eine wilde Nummer. Ein Arceus können wir dann quasi auch in jede Arena mitnehmen. Aber ich habe ja gesagt, immer nur ein Legendary pro Arena. Aber wenn ich kein Legendary habe für die jeweilige Arena, würde ich dann einfach Arceus mitnehmen. Und ihm irgendeine Tafel geben. Was natürlich auch wild wäre. Und stimmt. Das habe ich aufgenommen. Das kann ich euch einblenden. Einen Meisterball habe ich von einem Mega-Gengar-Boss bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein krasses Legendary finden, was sich nicht fangen lässt, was ich unbedingt haben will, können wir den da auf jeden Fall für verwenden. Aber jetzt auf nach Purika City. So. Da wären wir auch in Purika City angekommen. Ich bei Nacht. Was natürlich cool wäre, ich gehe einfach mal schlafen. Wenn wir endlich die Dynamax-Quest finden würden. Das wäre so unglaublich geil in Dynalus. In Dynamax, das wäre endlich heftig. Und wir hätten halt in jedem Kampf, in jedem Arena-Kampf halt immer noch dieses Dynamax in der Hinterhand. Es gibt ja mega viele Pokémon, was man Dynamaxen kann. Shiny Rock'n'Roller, Boss oder wirklich ein Shiny? Haben wir wieder ein Shiny in der Folge? Das wär's doch. Ist auf jeden Fall unter uns. Ah, ja. Hier kann man natürlich nichts kaputt machen. Ja, das ist natürlich belastend. Ja, schade. Na gut, dann kommen wir da nicht hin. Das können wir vergessen. Das ist hier irgendwo. Naja, okay, ist schon weg. Ja, schade, okay. Wir finden es nicht raus, was es war. Ich glaube, wir haben uns die Stadt ja auch noch nicht angeguckt. Ne? Wir waren zwar schon mal hier, aber ich glaube, wir haben nichts gemacht. Sondern waren nur im Pokémon Center, glaube ich. In Folge 2 war das doch, glaube ich, sogar. Unser erstes Shiny, das Carpador gefangen haben. Deswegen weiß ich nicht, was es hier so zu sichten gibt. Da geht es weiter sonst wohin. Steht das nicht eigentlich auch immer? Auf dem Schild? Da steht's. Ach, ich fall in das Loch. Oh nein, und ich habe Kragoran weggepackt. Komme ich jetzt hier raus? Oh nein. Ich habe hier gepennt. Ha! Ah, Fuchs muss man sein. So. Weg nach Axie City. Okay. Ah, dann wird da wahrscheinlich der Arc Chalice sein, den man benutzen kann. Mike meinte nämlich, dass in dem Museum, da kann man wirklich nicht ran. Das ist extra so gemacht mit den Scheiben. Aber zwischen der hier und Knack City, irgendwo hier auf dem Weg, müsste ein Berg sein, wo man rein kann. Oder der ist hier irgendwo. Hier.
Auf jeden Fall zwischen zwei Städten nach Knack City ist irgendwo ein Berg, wo wir den Arc Chalice dann benutzen können. Oh, ja, man. Ein Boss schon mal, das ist gut. Dann kann ich noch ein bisschen Live und Popeye trainieren. Ein Tri. Du hast nichts für uns. Alter, wie creepy siehst du denn aus, ey? Geh mal weg. Macht mir Angst. Geht so. Wir kämpfen gegen den Boss. Live, let's go. Du brauchst noch ein Level. Glurak 81. Holy moly. Okay. Kriegst du hin, oder? Ja, guck mal, easy. Der nächste ist doch kein Problem, oder? Easy, live. Du machst sie einfach weg. Cinderace wird schneller sein. Nein, wird er nicht. Er wird auch einfach weggeböllert. Ah, der hat wohl alle Starter. Das ist cool. Aber die sind alle langsamer. Bis auf Panferno, weil er Turbo-Tempo einsetzt. Incineroar auch nicht. Und somit sind wir da schon auf 72. Nice, das ging doch easy. So. Da war der Creepy Guy drin. Dann gucken wir hier mal. Tauschpartner, was möchtest du? Er sucht nach Vulcano und gibt einen Vulpix. Okay. Ah, gut. Weiß ich jetzt nicht, ne? Da ist ein, heißt es, ein... Ich finde Nexus. Ich Finks. Oh, irgendwas mit R. Ist es? Ne, ist ein Phoenixes, doch. Holy shit, Level 50. Hä? Stop. Phoenixes. Schmögon. Belfox. Ja, du sagst es. Are you timid? Sonne, Mond, timid, N-U. Und Schwertschild. Gibt's nix, was das da wahrscheinlich gibt. Okay, machen wir Timid. Schaffe ich es zum Pokémon Center, ist die Frage, ohne dass es verschwindet? Oder kann ich hier... Wie sieht denn das hier aus? Komm, können doch bestimmt hier ein bisschen hochlaufen und hier irgendwo den PC platzieren, oder? Aber ich glaube, das Pokémon Center könnte ein bisschen weit weg sein. Ich hoffe, das passt. Was habe ich jetzt gemacht? Ey. Ich hoffe, das passt noch. Scheu. Dann brauchen wir noch ihn hier und ihn hier. Let's go. Ist noch da? Auf jeden Fall haben wir dann Fünks. Das wird natürlich auch gehen. Rutena heißt die mittlere Entwicklung. Ist mir gerade eingefallen. Doch, ist noch da. Es ist noch da. Sphinx. Ja, können wir natürlich auch mitnehmen. Doppeltape besser, wa? Wenn es gönnt, der Quickball. Ja, doch, der gönnt, oder? Ja, gar kein Problem. Quickball, richtig OP. Auch schon Legendaries mitgefangen. Hat man ja auch schon gesehen. Der böllert. Aber ich glaube nicht bei einem Phoenixes auf Level 50. Passt. Okay. Gut, 50. Ja, er könnte natürlich jetzt auf eine Dingsattacke gehen, aber zieht das Snibunda so viel ab? Schauen wir mal. Ne, zieht's nicht. Wie viel zieht der Trugschlag ab, ist die Frage. Ja, Hälfte. Perfekt. Sehr schön. So. So macht das doch Spaß. Jetzt kannst du uns auch gerne besiegen. Wenn die Pilzspur raufhauen. Let's go. Ich hatte... Oh, das war richtig bitter. Welches Legendary war das? Ich wollte irgendwas... Es ist noch ein Glass-Trier und ein Calyrex in der Ultradimension gespawnt. Hätte ich beide gehabt, hätten wir noch ein zweites Calyrex gehabt mit der Eisform. Was auch mega heftig gewesen wäre. Aber nein, ich habe beide verschissen. Ich glaube, Glass-Trier ist an Hutsasa gestorben, weil es noch einen Beulenhelm hatte. Und Calyrex in der Ultradimension weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich beide verkackt. Das war richtig bitter. Und in der Ultradimension ist auch noch ein Viridium gespawnt. Ich bin gerade rein in den Kampf. Dann ist mein Internet abgestürzt. Nice. Das war auf jeden Fall richtig belohnt.
Delphox hat 104 Speed, sehe ich gerade. Da können wir mal easy einen Turboball nehmen. Hat auch eine schöne Farbe, das passt doch. Perfekt. Turboball auch einfach richtig mächtig. Also 100 plus Speed. Es ist einfach unglaublich. Doppelte Chance wie von, bei einem Hyperball. Das ist einfach übermächtig. Also ich glaube, da jedes Legendary, was irgendwie spawnt, was 100 plus Speed hat, das kriegt man damit. Achso, ein Magbrand wäre auch geil, ne? Aber, Tackenhaus, ne, hier waren wir safe noch nicht drin. Transfer-Tutor. Misty Explosion, schon wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Knuddler, oh, das ist nice. Knuddler ist nice. Psychokinese, auch geil. Aber Psychokinese kriegt man eigentlich auch meist beim Tackenhelfer. Doppelhieb ist natürlich auch geil. Drachenpuls, auch nicht schlecht. Vakuumwelle ist auch geil. Wasserschurigen, cool. Für Dingensabumsa, wenn er das nicht so oder so lernt. Pflanzensäulen, okay, auch krass. Ja, okay. Der hat einiges. Nice. Und Attackenhelfer ist ja derselbe. Ja, okay. Nice. Steht jetzt hier oben noch was? Nope. So, was haben wir hier? Niemanden. Okay. Doch bitte mal die Dynamax-Quest. Da ist die Arena. Haben wir jetzt hier noch was? Ne, das war's, oder? Ist nicht so groß, die Feuerstadt. Haben wir hier irgendwas übersehen? Sieht nicht so aus. Nun gut. Ja, dann gehe ich nochmal Pokémon Center heilen und dann geht's los. So, Leute. Feuerarena. Bei Nacht. Sieht cool aus. Wir gehen rein. Popeye. Du kannst loslegen. Amphira. Erdbeben, let's go. Vierfach Schwäche gegenüber Boden. Gift, Feuer. Das wird ein One-Hit. Alles andere würde mich stark wundern, auch wenn es Level 100 wäre. Zack. Da haben wir das angesprochene Magband. Die gehen weiter auf Erdbeben. Sind sogar schneller, okay. Makargo. Sind auch schneller als Makargo, aber nicht schneller als Famara, oder? Doch, wir sind auch schneller als Famara. Und das war's auch schon. Nice. Okay. Damit wäre Popeye auch auf 71. Nice. Sehr schön, sehr schön. Gehen in den zweiten. Arcan. Das wird aber schneller sein. Bedroher. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wir bleiben trotzdem mal drin. Weiß auch nicht, was ein Arcani uns machen will. Außer auf Flammenblitz zu gehen oder Turbo-Tempo. Das bringt ja nicht so viel. Was hat er gemacht? Flammenblitz, ja. Sieht nicht so viel ab und er macht sich selber ein bisschen Schaden. Und Erdbeben macht immer noch mächtig viel. Wahrscheinlich tötet er sich jetzt selber sogar. Gucken. Gegenschlag. Ja, Volltreffer, natürlich. Ah, naja. Schade, sonst hätten wir noch das Kuddel mitnehmen können. So kriegen wir das nicht besiegt. Aber nicht so schlimm. Dann kriegt Tri auch noch ein bisschen Erfahrung. Unser schönes, shiny Dickdri. Mit perfektem Skelabra hat doch Schwebe bestimmt. Ich gehe mal auf Steinkante. Ich triff die nicht. 80% Genauigkeit. Let's go. Dann kriegt Life halt noch ein bisschen. Rilchida kann gar nichts machen. Und damit hätten wir auch den letzten Trainer besiegt. Okay. Ja. Wir gehen einfach so rein. Und schauen wir mal, was passiert. Der Typ sieht auf jeden Fall cool aus. Soll das irgendwen darstellen? Soll das ein Wrestler sein? Die Arena sieht cool aus. Gut.
Nicht lang schnacken. Gehen rein in den Boy. Rotom Heat. Ja, das ist natürlich belastend. Weil das natürlich schwebe, ne? Aber wir können auf Steinhagel gehen. Also ich bleib mal drin. Weil was kann der uns? Elektrofeuer. Kann uns doch nix. Aber wir können ihm was. Ah, ich hab vergessen, Sumpex Steinkante beizubringen. Fällt mir gerade auf. Nämlich Steinkante als TM gemacht. Steinkante und Erdbeben. Oh, naja. Steinhagel ist auch okay. Ist auch ein Two-Hit. Passt schon. Und er vergiftet uns. Okay. Santis Korsch. Ja, da gehen wir jetzt auf Erdbeben, würde ich sagen. Was macht er? Blattgeiße kann er. Oh, okay. Das sind wir natürlich weg. Gut. Gut zu wissen, dass er Blattgeiße kann. Aber Diktri ist auch safe schneller, oder? Ja. Diktri ist nämlich mega schnell. Undämon. Ich kann ja auch mal einen Sandsturm aufsetzen. Ist das was? Ich hätte natürlich auch Despotar mit ins Team packen können, aber ich dachte, eine neue Pokémon passt auch. Komm, wir setzen mal Sandsturm auf. Ah, das ist ein Mega-Pokémon. Okay, Mega-Hund. Okay, ich hätte ja mit Mega-Glurak X gerechnet. Aber wäre vielleicht auch ein bisschen OP gewesen. Anderen Spielern gegenüber, die noch nicht so weit sind. Stehe ich schon. Der macht uns mit einem Flammenwurf einfach weg. Okay, ich habe nichts gesagt. Scheint doch so mega OP zu sein. Oder auch nicht. Live böllert ihn einfach um. Oh, Alola Knogger. Auch mega geil. Feuergeist. Hat aber gegen Live keine Chance. Weil der ist mega lahm. Pyroleo. Ist doch auch nicht schneller als Live, oder? Nope. Und Ninetales auch nicht. Ich glaube, das ist sein letztes. Das zieht nur so wenig ab. Was? Das ist so eine gute Spezialverteidigung. Ist jetzt Solarstrahl ein, aber tötet uns nicht. Da müssen wir ihn jetzt aber töten, oder? Ja. Nice. Das war's. Damit haben wir den Hitzeorden. Liebe Leute. Ein wenig unspektakulär. Aber ich bin ja auch schon ziemlich weit. Oder wir, ne? Mit dem Pokémon. Muss man ja auch sagen. Wir haben nur 3 Pokémon benutzt. Der Rest war einfach nur zur Zierde dabei. Aber egal. Ja, als nächstes schauen wir mal. Könnte halt mehrere Sachen machen. Ich bräuchte halt irgendwie Donnerblitz. Mit Duck.exe. Er hat nämlich nur Ladungsstoß, aber dann könnte Wasser halt machen. Er hat einen Ampharos extra hochgezogen dafür, auch für Flug. Hätte man die beiden mit Wasser machen. Rotom hätte man schon 3. Utsasa. Ronda vielleicht. Hätte man schon 5. Und dann noch. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Felix oder so. Mit Holzgeweih. In der im physischen Holzgeweih. Nee, der kann ja, glaube ich, auch. Gigasauger. Ich habe den noch gar nicht angepasst von den Attacken her. Da hatte ich ja ausgetauscht. Ja, zum Beispiel. Oder. Ja, schauen wir mal. Aber erstmal, wir haben den Hitzeorden. Rechtsklick rein in unser Ordenstäschchen. Und wir haben den 5. Orden in der Tasche. Es geht voran, meine Damen und Herren, liebe Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, was wir dann beim nächsten Mal machen werden. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.